Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin immer wieder überrascht, dass auf einmal Sonntag ist und 2 Tage vergangen sind, in denen unfassbar viel passiert ist und vor allem sind dabei großartige Projekte entstanden. 10 Gruppen werden jetzt hier präsentieren, was sie gemacht haben in den letzten Tagen. Und in diesem Jahr gibt es bei JugendHackt so ein Jahresmotto. Eigentlich ist das Motto: mit Code die Welt verbessern. In diesem Jahr ist es: mit Code die Umwelt verbessern. Das heißt, wir schauen so ein bisschen auf dieses ganze Problem mit dem Klima und dem Wetter. Und um das ein bisschen besser verstehen zu können, hatten wir am Freitagabend direkt mal Besuch vom Deutschen Wetterdienst, wo es genau darum ging. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Klima und dem Wetter? Wie kann man das berechnen? Was sind da Modelle? Und wie kann man Wettervorhersagen machen? Und das haben dann wohl auch ein paar Gruppen zum Anlass genommen, um da sich ein bisschen näher drum zu kümmern. Denn Klimaschutz, klar, wissen wir alle, ist super wichtig. Liest man jeden Tag in der Zeitung. Es ist ganz viel CO2 da. Es wird immer mehr. Das ist schädlich für unsere Umwelt wegen den Treibhausgasen. Das ist schädlich für unsere Gesundheit. Alles schön und gut. Aber eine Gruppe hat sich gefragt, wir als Menschen, wir nehmen das ja gar nicht so richtig wahr. Also müssen wir irgendwas bauen, was das für uns wahrnehmen kann. Und deshalb bitte ich jetzt Klimaalarm auf die Bühne, also Corinna, Johannes und Gero. Wenn die Lampe blinkt, deine Umwelt stinkt. Das ist unser Projekt Klimaalarm. Aber was ist Klimaalarm eigentlich genau? Klimaalarm ist ein Sensor, der bestimmte Gaskonzentrationen misst. Dieser Sensor ist portabel, das heißt, man kann ihn mitnehmen, zum Beispiel wenn man Fahrrad fährt oder spazieren geht. Außerdem gibt der Sensor Alarm, wenn bestimmte Grenzwerte überschritten werden. Dann blinkt diese Lampe. Damit hilft der Sensor uns, unsere Umwelt besser wahrzunehmen. Damit können wir zum einen unsere eigene Gesundheit schützen, da wir eben wissen, welche Gaskonzentrationen um uns herum sind. Und zum anderen können wir unser Klima schützen, da wir damit darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Klima sich eben erwärmt. Ja, genau. Hier haben wir das einmal grafisch dargestellt. Genau. Das heißt, da werden einmal die Werte von dem Sensor da vorne auf dem Tisch angezeigt. Und wie das Ganze im Hintergrund aussieht, haben wir mal eine Präsentation vorbereitet. Genau, das sieht dann folgendermaßen aus. Hier vorne steht ein Arduino Uno, an dem sind halt verschiedene Sensoren angeschlossen. Dann werden diese Daten halt vom Arduino verarbeitet und über eine serielle Schnittstelle an einen kleinen Rechner weitergegeben. Das ist der Raspberry Pi 3. Und auf dem läuft ein kleines Programm, was einen Webserver aufmacht und die Daten auf einem Browser darstellt. Dazu haben wir einmal Socket.io verwendet, um die Daten von den Sensoren in Echtzeit auf die Webseite zu bringen. Die Webseite ist dann mit Bootstrap 4 erstellt. Das macht das Ganze halt ein bisschen schicker. Char.js, um halt die Graphen anzuzeigen und jQuery, damit man ein bisschen die Logik mit dem Design verbindet. Später kann man dann auch noch noch einen Server, der dann praktisch alle Daten von allen Klimaalarmstationen zusammenführt, benutzen, um zum Beispiel zu gucken, wo in der Stadt ist gerade die Luft am schlechtesten, wo kann ich eventuell einen anderen Weg nehmen, um eben dieser schlimmen Luft zu umgehen. Genau, das heißt, wir werden einmal die Standortdaten dann von dem Gerät übertragen und zurück bekommt man eben eine Luftqualitätskarte. Genau.
Hier sieht man einmal den Server laufen. Und am Ende hat man dann... Am Ende hat man dann... Am Ende hat man dann... Ja. Deswegen einmal alle aus den WLAN ausloggen, bitte. Ah ja. Genau, jetzt haben wir hier einmal die Sensordaten. Genau. Das können wir auch einmal vorführen. Da wird jetzt einmal an den Sensor ein Feuerzeug gehalten, was halt Gas ausströmt. Und das sieht man da auch ganz schön gut. Ja. Und wir haben hier jetzt natürlich einmal ein Diagramm über die Zeit. Das heißt, da kann man halt einmal Veränderungen über die Zeit ansehen. Was ich aber auch mal witzig finde, wäre zum Beispiel hier ein Tortendiagramm, wo man dann zum Beispiel die Luftzusammensetzung sieht, prozentual, also anteilsmäßig. Das sind jetzt so Demo-Daten, weil wir bei den finalen Daten jetzt nur einen Sensor auswerten. Das heißt, da ist das nicht sehr aussagekräftig, wenn man nur einen Wert hat, dann sieht das nämlich so aus. Genau, man kann jetzt auch zum Beispiel, was wir auch eingebaut haben beim Liniendiagramm, sich einzelne Werte angucken. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur die CO2-Werte haben, können wir jetzt zum Beispiel die Werte für die Luftverschmutzung ausblenden. Oder auch alle Werte ausblenden.